Köln, Medienhauptstadt Deutschlands. Hier, direkt am Rhein, hat die Mediengruppe RTL Deutschland ihren Hauptsitz. Dort ist auch das neue Sendezentrum von CBC, ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland. Hier werden die News- und Magazinformate produziert, live, jeden Tag, von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts. Abnahme sitzen Sie so, der Gast setzt sich jetzt schon und dann ziehe ich einfach auf in die Dreier. Herz des Sendezentrums ist das virtuelle Studio. Guten Morgen, was lief da wirklich unter der Decke? Also hier sind vollautomatische Kamerakräne im Einsatz, die Techno-Dollys. Und außerdem haben wir noch diese Themen jetzt. Jetzt wird gerade Punkt 6 produziert. Die Moderatoren führen Interviews, kündigen Beiträge an, präsentieren Nachrichten. 112 Mal, so oft streiten Paare sich durchschnittlich. Die ganze Sendung über, 90 Minuten lang, sind die beiden Techno-Dollys im Einsatz. Wir bauen schon seit 20 Jahren Kamerakräne. Und das Problem war halt immer, dass Kamerafahrten irgendwie, ich will sagen, probiert werden mussten. Und wir wollten editierbare Kamerakräne machen, also wo man Kamerafahrten langsam aufbaut, also zuerst die Position der Kameras aussucht, dann das Fokus perfekt macht, dann die Zoom-Position perfekt macht, so dass man nachher relativ komplizierte Kamerafahrten in einem ablaufen lassen kann. Das Schwierigste ist, die Kräne laufleise zu bekommen und ganz präzise hinzubekommen. Und das konnten wir erreichen, indem wir Direktantriebe gebaut haben. Das heißt, die Magneten bewegen die Kräne ohne ein Getriebe. Das heißt, wir haben kein Geräusch. Was ist das Besondere am Techno-Dolly? Der Techno-Dolly ist der erste vollautomatische Kamerakran der Welt. Jede auch noch so komplizierte Kamerafahrt kann programmiert und dann jederzeit absolut präzise wiederholt werden. So, um einen neuen Move zu kreieren, suchen wir uns halt ein Anfangsbild. Suchen hier in der Oberfläche ein leeres Feld. Und dann samplet man das Anfangsbild, richtet man ein. Ne, andere Richtung. Dann fahren wir auf das Endbild, das gewünschte. Würden wir jetzt auch wieder speichern, indem wir hier den Sample-Button drücken. Es erscheint das zweite Bild. Und jetzt haben wir einen Move. Im Prinzip ist der Move schon fertig. Man könnte ihn jetzt fahren, er wäre bei 3 Sekunden, das wäre das Schnellste, was der Kran kann. Noch ein Korrektur-Frame setzen, wo der Moderator schon ein bisschen mehr in der Mitte sitzt, vielleicht auch schon ein bisschen dichter. Sample das wieder, erscheint ein drittes Bild in der Reihe und jetzt könnte man den Move schon mal abfahren und der sieht schon fast sauber aus. Von der 1 auf die 2. Dann kommen Wetterbilder und dann fährst du auf die 4. Dann ziehe ich auf da und dann redet sie irgendwann Mittwoch, Donnerstag, Freitag irgendwie und dann ziehe ich noch weiter auf. Also im Prinzip, man fährt von der 1 auf die 2 und von der 2 zieht man eigentlich durch auf die 5. 24. Januar, hier ist Punkt 12 mit Katja Burkhardt. Guten Tag und herzlich willkommen zu Punkt 12. In jeder Sendung werden etwa 30 vorprogrammierte Kamerafahrten verwendet. Die Regie legt wenige Minuten vor der Sendung die Reihenfolge der Fahrten fest. Dabei kann die Reihenfolge auch noch während der Live-Sendung geändert werden. Falls sich der Moderator während der Sendung von seiner definierten Position wegbewegt, wird per Pan, Tilt, Fokus und Zoom manuell korrigiert. Die Entscheidung, auf vollautomatische Kamerasysteme umzusteigen, war erstens die Wiederholgenauigkeit der Kamerabewegungen und zweitens das Tracking-System, das in den Kränen mit integriert ist, wo wir unser virtuelles Set praktisch zeitgenau steuern können. Denn wir hatten uns entschieden, in unserer Dekoration sehr komplizierte Abläufe zu visualisieren, die jedes Mal exakt gleich aussehen mussten und jedes Mal deckungsgleich enden sollten. Der Unterschied in der Arbeit mit den Techno-Dollys ist ganz einfach, dass auch Personal, was nicht so häufig da ist,
anhand der Software jederzeit relativ leicht und schnell nachvollziehen kann, wie die Kameraposition am Ende aussehen soll, sodass wir jetzt weniger Einarbeitungszeit für neue Kollegen haben, dass wir auch gewährleisten können, jedes Mal wirklich exakt die gleiche Position zu haben. Die Erfahrungen jetzt nach einem Jahr mit dem System zeigen eigentlich, dass es die richtige Entscheidung war. Also alle Mitarbeiter kommen mit den Kränen sehr gut zurecht. Nasskalt ist es in Deutschland. Was ist eigentlich ein virtuelles Studio? Fernsehen ist heute ohne virtuelle Elemente nicht mehr vorstellbar. Virtuelle Monitore, Schrifteinblendungen und animierte Grafiken gibt es mittlerweile in fast allen Sendungen. Die besondere Schwierigkeit ist es, diese virtuellen Elemente auch während einer Kamerafahrt an der richtigen Stelle zu positionieren. Das war bisher nicht möglich. Eine Kamerafahrt mit einer virtuellen Einspielung exakt reproduzierbar zu verbinden, geht nur mit programmierbaren Kamerakränen. Der Technodolly ist solch ein programmierbarer Kamerakran. Aber, und das macht ihn so besonders, er verfügt darüber hinaus über eine große Reichweite, über absolute Präzision und arbeitet lautlos. Damit ist der Technodolly der perfekte Kamerakran für virtuelle Sets. Schritt für Schritt zurück. Ein Teleprompter wird bei uns in der Regel den ganzen Tag bei allen Sendungen benutzt, es sei denn, es geht um eine freie Interviewsituation, da wird auf den Teleprompter verzichtet. Aber generell ist es eigentlich ein Probandesmittel und wird ständig und konstant den ganzen Tag eingesetzt. Aufgrund des guten Kontrastes, weiß-schwarz, lässt sich der Teleprompter eigentlich quer durch das ganze Studio lesen. Kommt alles. Der Technodolly ist perfekt geeignet, um ihn im Fernsehstudio einzusetzen. Er ist programmierbar, einfach zu bedienen, lautlos, präzise und zuverlässig. Willkommen bei Explosiv. Diese heftigen Szenen haben uns ganz frisch aus dem Dschungel erreicht. Bitte, 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 verlass uns. Wir haben jetzt schon einiges über die technischen Vorzüge des Technodolly gehört. Was den Technodolly aber so richtig überzeugend macht, ist die visuelle Eleganz der Aufnahmen. Das kann nur der Technodolly. Eine neue Woche mit Exklusiv. Ich bin Frauke Ludowig und freue mich, dass Sie bei uns sind. Kamerafahrten, die man sonst nur aus Hollywood kennt. Das ist Fernsehen in höchster Qualität. Wir wollen unseren Zuschauern mit unserer Sendung etwas ganz Besonderes bieten. Auch innovative Einstellungen gehören dazu. Und deswegen haben wir uns immer gefragt, wie können wir eine Nachrichtensendung, die ja an sich sehr statisch ist, mit einem Moderator auf der einen Seite, vielleicht einem Bild neben ihm auf der anderen Seite, dynamischer gestalten. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir suchen nach einem Kamerasystem, das genau diese Anforderungen erfüllt. Und das halt auch wirklich mit Einstellungen, die man mit einer normalen Pumpenkamera nicht bekommt. Ja, es war für uns natürlich Neuland. Wir haben noch nie quasi mit Schienenkameras, mit Dollys, mit Kranarmen gearbeitet hier, auch nicht mit Robotikkameras im Studio. Und so mussten wir uns einfach mal so ein bisschen einfinden. Wie bewegen sich die Kameras? Wie schnell sind die Bewegungen? Was ist überhaupt für das Auge noch nachvollziehbar? Und dann natürlich die Frage, wie können sich die Moderatoren im Studio bewegen? Wie weit kann man noch Freiheiten ausnutzen, die man vielleicht hätte, wenn noch jemand direkt an der Kamera steht und ganz schnell nachjustieren kann? Aber wir haben festgestellt, es ging alles sehr viel einfacher, als wir es uns gedacht haben. Also man muss ein bisschen üben, aber mit der Zeit gewöhnt man sich sehr schnell daran und die Einstellungen sind einfach schön geworden. Es ist auf jeden Fall auf der einen Seite ein optischer Mehrwert. Wir können einen relativ großen Raum auch richtig schön groß zeigen. Wir haben Kamerafahrten, wir haben Schwenks und auch Zooms, die wir sonst nicht machen könnten. Und das gibt dem Zuschauer natürlich nicht nur den Eindruck oder das Gefühl, dass man in einem großen, wertigen Studio ist, sondern es wertet auch die Nachrichtensendung auf. Und das ist uns wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich auf die starke Reporterleistung setzen müssen. Das sind die großen, starken Inhalte, mit der eine solche Sendung immer wieder punkten muss. Aber gleichzeitig wollen wir auch ganz klar zeigen, dass wir uns viel Gedanken gemacht haben über die Optik. Und die Optik und die Inhalte, beides muss zusammenpassen, damit man eine schöne große Sendung produzieren kann. Es ist 18.45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell. Sportmanns in der Sendung mit Birgit von Benzel. Ihnen einen schönen guten Abend.
Der Techno-Dolly kann jederzeit auch wie ein normaler Kran eingesetzt und manuell bedient werden. Zickenkrieg und Futterneid sind Verdauungsprobleme oder Bauchweh als nette Abwechslung willkommen. Das war extra für heute. Und hier geht es ist also problemlos möglich, in einer Sendung mit programmierten und mit manuellen Kamerafahrten zu arbeiten. Ich sage tschüss, bis nächsten Montag. Guten Abend und herzlich willkommen zum Nachtjournal. Die letzte Sendung für diesen Tag bei CBC. Das waren 11 Sendungen, 200 unterschiedliche Kamerafahrten, 20 Stunden Präzision und Zuverlässigkeit, 365 Tage im Jahr. Mit dem Techno-Dolly. Sondern von morgen. Wir sagen gute Nacht, bis morgen Nacht.